What the fuck? Jetzt komm, das muss laufen. Alles verstopft ist, ey. Bah! Ah! Aber ich mache immer noch mehr Plus. Ach, das ist so geil, ey. Aber ich verschmutze halt alles und das will ich nicht. Oh Gott, ich muss einen Busbahnhof wieder bauen. Oh, da passt der da. Ah, als ob ich es geplant hätte. Ja, genau, den Rauch da rein ist ja scheißegal. Ist ja nur verbrannter Müll. Oh ja. Als ob ich es geplant hätte. So. Wie sieht's eigentlich aus mit der Busstation hier? Habe ich die auch gescheit gesetzt? Ich glaube, ich habe das schon längst gemacht. Ja. Da, wo es überall grün ist, da ist gut. Zack. Hier, damit doch. Na, da ist ja schon was. Ja, alles ist blau, von daher. Hier vielleicht noch. So. Und was ist mit dem Schulbus? Ja, der kommt auch überall an, ne? So, mehr haben. Weil wie viel Prozent ist jetzt? Ja, komm, jetzt ist bei 11. Noch 9 Mal so lange dann. Ach du Scheiße. Warum müssen immer die guten Gebäude abgerissen werden? Naja, es sind ja nicht wirklich die guten. Was haben die eigentlich? Wieder ein Mitglied der Familie tot. Och, ist das traurig. Schnell los hier. Ich glaube, die brauchen echt mal... was ist denn da los? Ist es voll oder was? Naja, gut. Dann hier, zack. Und weil ich so spendabel bin, Drohnenstation. Ich muss echt mal gucken, produziere ich überhaupt Drohnen? Ja, mache ich, gut. Ich glaube, ich habe doch hier mal was ausgeschalten, ne? Ja, das kann wieder angemacht werden. Ja, das Problem ist nämlich, wenn man immer so Sachen so spezifisch ausschaltet, dann weiß man nie, was man jetzt mal ausgeschalten hat. Das ist halt das, der Nachteil in SimCity. Dann denke ich, oh, ich hab's doch und dann, oh, ich hab ausgeschalten, upsala. So, wie sieht's jetzt aus? Ja, 14, komm, das kann man gleich. Ja, wie viel Uhr ist denn? Gut, ich habe jetzt genau ein Part hinter mir. Also, wir kommen im nächsten Part so ungefähr. Wahrscheinlich habt ihr vor 2 Minuten angeschalten oder so. Oder wie auch immer, vielleicht habe ich auch jetzt gerade einen Cut gemacht, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall wird's am Ende von diesem Part wird das sein. Werde ich das hier vollendet haben. So. Wo habe ich denn jetzt eigentlich noch Probleme? Gut, das ist klar. Alter, ich habe doch hier voll viel. Wie wollten wir noch? Wollt ihr mich arm machen? Zack. Zack. Also bitte, noch mehr könnt ihr ja gar nicht schlucken hier. Wir könnten ja trinken. Ich dachte, ihr trinkt noch Bier und das holt ihr euch vom Nachbar. Alter, guckt euch das mal an. Das ist abartig viel. So viel braucht kein Mensch. Weil ich muss nämlich echt aufpassen, weil das Industriegebiet ist ja mein Ding. Mein Ding? Nein, meine Einkommensquelle. Und wenn das weg ist, dann hast du einfach so solche Riesenprobleme. Vorhin habe ich noch gesagt, ich lasse das andere stehen, bis alles läuft. Aber nein, ich dachte, ich hätte es schon geschafft, aber... Ich habe halt echt immer an dieses Control nicht gedacht. Ich dachte, ich habe das schon irgendwie freigeschalten. So. Immer noch... Gut, jetzt kaufe ich alles vom Nachbar. Geht ja alles nicht. Nur Strom natürlich. Und den habe ich. Oh Mann. Leute, ich brauche Wasser. Jetzt, le. Ich glaube, die haben nicht so eine hohe Förderrate, oder? Wie viel? 10? 6 nur, okay. Ich dachte, die hätten weniger. Kosten dafür aber fast. Naja. Ja, wobei, da ist 4 Kiloliter mehr. Naja, aber bei 100 wären ja, wenn es 600 sind, dann wären ja 3,50. Dann wären 50 durch 3, das geht nicht. Gut, das wären dann so, wie sind 50 durch 3? Keine Ahnung. Dann mal gucken hier auf dem Handy. Da, da, da. 16,66. Das heißt ja theoretisch. Oder stimmt das? Wenn das 16,66 sind pro Liter, kann das überhaupt sein? Ja, kann sein. Und dann komme ich niemals auf die 160. Oder vielleicht doch, ganz genau. Vielleicht. Mal 4. Ja, doch, kommt hin.
66, weil das halt so eine... Ja, doch, passt sogar. Ist eigentlich fast gleich. Ist sogar ein bisschen billiger. Weil es ja eigentlich 66 wären, sind aber nur 60. Naja, gut auf jeden Fall. Hätte ich jetzt nicht gedacht, normal schon, das ist mal teurer. Besonders, weil ja die auch noch einen Vorteil haben. Die, das sind ja Future-Gebäude und die sorgen dann dafür, dass die Straßen in der Zukunft sind. Aber ich glaube, das ist ja eh nur ein... kosmetischer Effekt, also wie so, ja, das ist jetzt nicht wirklich was. Oh mein Gott, die Autos waren 10% schneller da auf der Straße. Und auch mein, nein, hier gibt es ja diese elektrische Nissan. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich, die könnten wir dann theoretisch da drauf laden. Das wäre witzig, oder, wenn es solche Straßen wären. Gut. Ja, komm. Ja gut, ich baue mal hier weiter. Da. Ich wüsste jetzt gerade nur, was ich weiterbauen soll. Was, wie schlecht läuft denn das? Gott, und die haben doch vorhin gesagt, die wollen unbedingt welche. Baue ich gleich nochmal eins drauf, vielleicht läuft es dann mehr. Und vorhin noch rumkeult, oh, wir brauchen mehr Apartments. Alter. Totalausfall hier. Zum Glück braucht Omega, eine Omega-Zentrale kein Ding hier. Keine... Control-Net-Anlage. Was ist das jetzt hier? Ach so, okay, gut. Ja, die Straße ist jetzt hier dicht, weil ich zu blöd war, beziehungsweise weil ich halt kein Control-Net mehr habe. Nicht mehr ausreichend. Und das kann man abreißen. Welcome to the hell. Hier kommt nämlich das da drauf. Service. Skybridge. Sorry, Leute. Tut mir leid. Und kann ich hier was im Rathaus schon wieder machen? Nee. Ja, das sind immer die letzten Levels, sind immer die schwierigsten. Ich glaube, ich habe mein Rathaus mal auf Level 7 oder 6 gebracht, weiß ich aber nicht mehr. Und da gibt es auch hier immer diese Verwaltung. Und dann da das die Bürgermeistervilla, die ist auch immer ziemlich nice. Aber ich will so vieles noch bauen. Ich will ja auch diese Recyclinganlage, also das Recyclingzentrum, das könnte ich eigentlich hier reinbauen. Kostet auch wieder Geld, aber theoretisch bringt es mir auch Geld. Guck mal, wie das aussah. Das sah gerade aus, als wäre das hier in der Animation so. Wie geil. Coole Sache, echt coole Sache. Was habe ich denn gerade hier aktiviert? Wie kam ich dazu? Ah, genau hier. Echt cool. Na, wo war es denn hier, glaub? Ja. Okay, weiter geht's. Ich darf mich nicht ablenken lassen. Ja, gut, für Plastik ist klar. Brauchen wir alles. Ich hole es mir einfach für jedes, so einfach ist das dann. So, dann brauchen wir hier ein paar Laster. Und ich mache schon fast kein Plus mehr, ich weiß. Aber das liegt doch hauptsächlich an den kleinen Turm da, an den Wasserturm. Aber es ist wichtig, dass ich recycle. Was ich auch noch nie verstanden habe, warum das immer, wenn man in diesem Baumodus ist, auf Schildkrötentempo geht. Was für mich eigentlich kein Schildkrötentempo ist, weil das ganz normal ist. Also ein Auto fährt doch so. Die fahren doch nicht schneller. Jetzt in echt, wenn man das jetzt so sehen würde, die würden niemals schneller fahren. Gepardentempo, was ist denn das? Schildkröten? Lama? Geparden, ja. Auch eine geile Abstufung von Lama auf Gepard. Egal. Das sind die Lamas nicht immer die, wo sie auf dem Boden wo einen anspucken. Ich glaube, wenn man die sauer macht, dann spucken die. Ich verstehe den Kamel, die spucken auch. Woher weiß er das nur? Nein, mich hat noch nie ein Kamel angespuckt. Oh, das muss ich ja hier machen. What the fuck, warum geht das nicht? Ah, doch, hier, stimmt. Schon wieder vergessen. Zack. Zack. Ne, das lassen wir mal. Wobei, so sieht das auch blöd aus, oder? Ich verbinde es lieber. Ne, wobei, das geht ja auch nicht. Oder? Das kostet eh fast kein Geld. Ja, das funktioniert nicht. Aber, ich kann so... Das sieht auch blöd aus. So ist cool. Weil ich meine, wozu brauchen wir unbedingt einen Kreis? Ne, warum brauche ich den? Brauche ich ja gar nicht. So sieht es viel besser aus, finde ich.
Und zwar schon eine Gegenfahrbahn, sonst könnte ich auch im Kreis fahren. Sonst könnte ich auch, wie nennt man das? Eine Einbahnstraße draus machen. Also nur mal in eine Richtung fahren. Und halt von der Straße wegfahren. Na egal. So. Oh fuck, ich mach Minus. 35%, mach mal schneller, ich will wieder Geld haben. Und was mache ich mit dem hier eigentlich? Mit dem Metall? Oh ja. Ach, das geht jetzt wahrscheinlich nicht. Mein Fernseher schon wieder hat sich gemeldet. Nicht genehmigt, genau. Leider, leider. Gut, dann lasse ich das, weil ich kann mit dem Metall nichts anfangen. Ich kann es nicht mal verkaufen. Ja, da, das. So. Na komm. Egal, so, passt jetzt. Weil das wird ja später hierher gebracht und dann muss ich schon weniger kaufen. Das lohnt sich doch. Was? Wie viel Minus mache ich denn? The fuck? What the fuck? Türme machen noch Plus. Das macht eigentlich alles Plus, bis auf hier die Spezialisierung. Das sind diese Scheißdinger hier. Warum macht der eigentlich Minus? Das kann doch gar nicht sein. Der macht doch genug. Wie viel macht denn der? Mhm. Einnahmen? Wie viel mache ich gerade? Oh ja, es kommt hin. Ja, ja, okay. Und ach, die Gebäude kosten insgesamt mehr. Ach du Scheiße. Ich check das auch nicht. Guck mal, ich habe jetzt die zwei Gebäude. Da habe ich Ausgaben 605. Und hier 450, was keinen Sinn macht, weil eigentlich für mich das Empire State Building irgendwie teurer wäre. Egal. So. Vielleicht kommt es darauf an, weil man da wohnt und hier das nur ein Bürogebäude ist. Keine Ahnung. Vielleicht ist da auch nicht so viel beleuchtet. Und auf jeden Fall macht es keinen Sinn, wenn ich dann hier auf diese 5430 komme. Und der Wert scheint ja auch nicht zu sinken. Ist ja immer derselbe Wert. Das heißt, es ist nicht abhängig von irgendwas. Egal. Hm. 140.000 Einwohner hatte ich da mal mehr, keine Ahnung. Aber die Polizei ist auf jeden Fall, Alter, immer noch so. Was ist denn hier eigentlich, wie habe ich ein Wasser... Ach so, weil das hier ist. Okay, das kann ich eigentlich abschalten, wenn es nicht läuft. Ich bin auch so ein Held. Und das kann ich auch abschalten, wenn es nicht läuft. So, mache ich schon gleich mehr Plus. Und jetzt leuchtet das auch nur so rot, weil ich nämlich das schon hab. Ja, wobei, das brauche ich schon. Weil sonst schafft es die Anlage einfach nicht und das Wasser auch. Okay, Wasser geht, aber hier Abfall, das Abwasser, das geht einfach nicht. Oh Mann. Und ihr seht auch hier. Oh, was ist denn eigentlich gerade mit der Aufnahme los? Warum leckt das hier so? Okay. Ich seht auch hier, da läuft es eigentlich. Da kriege ich auch richtig viel Geld. Naja. Nicht viel Geld. Auf jeden Fall mache ich halt viel, ich habe halt... Ja, gut. Wie schnell geht das? Alle 30 Sekunden hier. Na gut, du musst auch davon ausgehen, wie schnell die da herkommen. Weil die fahren ja auch immer raus hier. Wartet mal. Da. Und dann sammeln sie ja das ganze Zeug ein. Da. Ja, und kommen dann her und dann verarbeiten die das auf jeden Fall recht zügig. Und ihr seht auch, die Lager sind voll. Da muss ich nur so viel ausgeben. Ich glaube, die Transaktionen dürften auch theoretisch mal... Gut, man sieht jetzt hier keine Zeit, aber theoretisch dürften die jetzt auch nur so schnell kommen. Aber ich habe halt leider zu hohe Ausgaben bei den Transaktionen. Da muss ich einfach mehr Plus machen. Das Witzige ist ja eigentlich, ich kann ja nicht ich kann ja nicht pleite werden, weil ich habe ja, ich kriege ja ständig Geld. Das ist grundsätzlich so, wenn du Geld bekommst durch irgendwas und du mehr Geld machst als... Du, ich weiß gar nicht, wie die das... Weil die, du kannst ja nur was kaufen, wenn du Geld hast. Und wenn ich kein Geld habe, kann ich auch nichts mehr kaufen. Und deswegen fallen dann diese Transaktionskosten ja weg. Aber theoretisch stürze ich mich dann selber in den Tod, weil ohne Omega kriege ich von denen kein Geld mehr. Und ohne die gehen die hier weg. Und ohne die stirbt die Stadt einfach aus. So einfach. Und dann brennt alles, da hast du eine hohe Kriminalität und das ist schon so ein Teufelskreis und dann bist du am Arsch.
mich theoretisch als platt machen, habe ich auch schon oft gemacht. Ich schalte einfach alles, was Geld kostet, ab, also alle staatlichen Gebäude, tu die Steuern auf 20% stellen, mach dann plus von 70.000 am Anfang, mach dann, hab dann meistens so 2 Millionen auf dem Konto und dann fange ich praktisch so von neu an mit 2 Millionen auf dem Konto. Das ist eigentlich auch ganz praktisch. Ein höheres Startkapital. 52%, aber leider ist es doch nicht so schnell gegangen, wie ich gedacht habe. Ich habe gedacht, ich schaffe das so in jeder Minute 10%. Weil jetzt sind 30 Minuten rum. Ich danke fürs Zusehen. Wobei, ich starte hier noch was. Komm, da bauen wir hier noch was hin. Skybridge, ja, die läuft dann auch irgendwann mal. Hier Mittag. Büroetage. Zack. So, auf jeden Fall beim nächsten Mal bauen wir weiter hier. Dann lösen wir das Problem. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann. Tschüss. Danke fürs Zusehen.